Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog. Heute geht's ganz schnell. Ich habe da was vorbereitet und zwar mit ein paar kleinen Powerchords. Da könnt ihr so richtig abrocken, wie Nirvana zum Beispiel. Die Powerchords klingen so ähnlich wie Smells Like Teen Spirit. Und ja, ich zeige sie mal euch kurz und geht wirklich ganz schnell, ist relativ einfach. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine E-Gitarre und einen Verstärker mit ein bisschen Zerre und dann klingt das schon recht ordentlich. So, jetzt schalte ich in die Nahaufnahme und ich zeige es euch mal schnell. Und zwar, wir brauchen den F-Power-Chord, mit dem fangen wir an. Quasi Zeigefinger auf E, mit diesen beiden Fingern die A- und die D-Seite im dritten Bund. F-Power-Chord. Dann brauchen wir das BB, einfach eine Seite nach oben rutschen oder so von euch aus nach unten. Und dazwischen machen wir Ghost Notes auf der F, und zwar einfach nur die Seite, die Finger auflegen, nicht drücken. So, klingt dann so. Ne? Und gleich danach den BB. Dann brauchen wir das Gis, wieder wie F, nur auf der Gis, also G, Gis. Dasselbe wie auch hier, Gis, eine Seite nach unten und auf das Cis. Nochmal langsam. So, jetzt mal schnell. Dazwischen könnt ihr, wenn ihr zwischen den greifen, könnt ihr auch noch einmal leer spielen. Und das waren jetzt quasi chromatisch auf G. Na? Nochmal schnell. Das könnte jetzt variieren, wie ihr lustig seid, also quasi nur chromatisch die Tonleiter nach unten. Tja, das war jetzt in der Schnelligkeit ein paar Powerchorde, die so ähnlich klingen wie Smells Like Teen Spirit. Ist eigentlich für alle Anfänger lustig, wenn ihr einfach hier so richtig abrocken könnt. Also, tja, geht ganz schnell, ist nicht schwer zum Spielen. Guckt euch das Video 2-3 Mal an und ihr habt den Bogen raus. Tja, das war's schon wieder für meinen zweiten Vlog. Und in der, ja, im Vlog 3 oder 4, je nachdem, muss ich noch schauen, geht's dann auch um das Thema, wie man ein Liedtext schreibt. Also da geht es dann wirklich um das Thema, da geht es auch tiefer und ins Detail, wie schreibt man dann einen Liedtext. Aber das kommt in den nächsten 2-3 Vlogs, muss ich gucken. Ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und übt diese 2-3 kleinen Akkordfolgen und schon habt ihr das ganze Thema raus. Und bis dahin, Servus!